Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Wir haben eine ganze Menge Geld. Ich habe gesagt, ich mache das Craften jetzt mal offscreen und musste auch einige Sachen verkaufen, die fast verschimmelt wären, wie zum Beispiel Lux Lichette, hatte ich in der Truhe, war fast am Verrotten, so viel konnte ich nicht aufessen. 9 Silber ein Teil. Alter, das ist richtig viel wert. 812. Und ich hatte Schiss, ob wir genug Winterkleidung kriegen. Genug Kleidung kriegen wir. Jetzt haben wir aber auch das Geld dafür, ne? Ich kaufe sie aber noch nicht, denn ich würde sagen, wir werden das Geld auf unsere nächsten Touren mitnehmen. Vielleicht finden wir ja noch was Besseres. Das Luxuszelt wäre, glaube ich, sogar eine ziemlich gute Besserung. Gegenüber unserem normalen Zelt. Und ja. So gesehen habe ich schon fast alles vorbereitet. Habe jetzt aber gedacht, ich habe jetzt Lust, einfach schon mal in die Aufnahme zu starten, denn es wird jetzt Nacht. Wir können die Vorbereitung, die ich eigentlich gerne immer auch zeige, so was ich mitnehme und so weiter und warum ich was mitnehme und sollte ich was vergessen, dass wir die jetzt hier noch einmal mit aufnehmen im Start der nächsten Folge Outward. So, wir können ein bisschen was reparieren. 4 Stück. Ja, warte mal, machen wir 3 und keine Stunde schlafen. Das habe ich seltenerweise gezeigt, aber das gibt's hier. Equipment geht ja kaputt und meistens habe ich immer wegverkauft, neu geholt und manchmal nur repariert. Man kann alles eigentlich reparieren. Man braucht nicht die ganze Zeit immer wieder neue Sachen holen, aber gerade bei Harpunen und bei Spitzhacken bin ich meistens einfach immer weg, neu ran. Man findet auch häufig welche. Ich hatte jetzt ein bisschen Pech mit den Spitzhacken und mehr Glück mit den Harpunen. Aber ja. So. Wie schaut's um die Harpune aus? Die ist fast fertig. Dann nehmen wir die Spitzhacke nochmal. Einmal reparieren. Ah. So. Das gleiche gilt übrigens für Rüstung. Bisher waren die Rüstungen noch nie so niedrig, weil ich nicht so viel eingesteckt hatte, dass man Bedrulja hatte. Aber auch die können gänzlich kaputt gehen. So, einmal noch reparieren, einmal schlafen. Dann ist es früh genug. Dann können wir unser Essen einpacken. Und wieder raus noch auf die Halbinsel nach Aurai und gucken, wo wir diesmal hingehen. Also wir haben ja auf dem Weg zu einem Banditenlager oder zur Festung Vendavil. Haben wir bei einer Troglytenhöhle letzte Folge Halt gemacht. Und die dort ansässigen Troglyten, also der eine blaue, hat uns überrumpelt, beziehungsweise ich habe mich von ihm überrumpeln lassen. Und das müssten wir, also da muss ich mal beim nächsten Mal drauf achten, dass ich da mich nicht so schnell wegprügeln lasse. So, nehmen wir erstmal ein paar Sachen mit. So, Eislappen 5 Stück, damit wir nicht zu wenig haben. Davon nehmen wir alle mit. Oh, demnächst mal Verbände. Ich glaube, ich kaufe unten noch welche, oder? Vogeleier, nee. Azurgarnelen brauche ich nicht, weil ich jetzt mit Meeresfrikassee rumlaufe. Das gibt Gesundheit, Ausdauer und Stamina, alle 3. Richtig gutes Zeug. Alpha Jerky. Ich wollte Jerky herstellen, es war nur Alpha Fleisch im Inventar, ist Alpha Jerky geworden. Ja. Pikante Paste, auch nicht schlecht. Nehmen wir eine. So, Zelt brauchen wir. Und jetzt müssen wir mal gucken. Heiltränke. Brauchen wir 3 Stück. Und Malertränke. Ah, 2. So, haben wir alles, ne? Oh, nee. Feuersteine. Die müssen wir mitnehmen. Gut, haben wir jetzt alles? Stolperfallen, die wollte ich ausprobieren. Wie viel wiegen die? 2 können hier rein. Gut, dann habe ich, denke ich, jetzt alles mitgenommen. Splitterbomben vergesse ich sowieso. Verursacht Schaden und Wucht. Ne, die vergesse ich immer zu benutzen. Gut. Lassen wir uns nicht weiter aufhalten und gehen los. Schöner Sonnenaufgang. Ganz entspannt. Wo waren wir denn? Ach ja, kann ich ja gar nicht nachgucken hier. Nehmen wir mal wieder den Hinterausgang. Wir nehmen mal wieder den Hinterausgang.
Da können wir dann am Strand lang, wo wir den Wendigo geklatscht haben und den schwarzen Vogel. Ja, das ist doch mal ein Plan. So, Meeresfrikassee kann direkt rein. Wasser habe ich hier. Und auf geht's. Irgendwas sitzt hier quer gerade. Ich glaube, ich muss rülpsen, aber ich kann nicht rülpsen. Nicht, dass ich gerne ins Mikrofon rülpsen will, aber da sitzt was quer. Alles wieder neu gedroppt hier. Gespawnt. Das finde ich gut. Das füllt unsere Taschen mit Geld. Und auf dem Weg nach draußen werden wir dann auch wieder zwei Troglüten treffen. So, Beil und Klappdolch, ja, aber diese Dingens brauchen wir nicht. Am besten ist, glaube ich, hier die zusätzliche Spitzhacke, die wir bekommen. So. Ich habe auch wieder die brutalen Schlagringe mitgenommen. Damit haben wir ja ohne Probleme eigentlich immer alles Mögliche wegbekommen. Und damit ich jetzt nicht wieder so blöde, gerade bei so Leute, die ich im Nahkampf eigentlich ohne Probleme wegmachen müsste, muss ich ja dann nicht mit einem Schwert, womit ich kaum umgehen kann, weil ich so lange nicht mitgespielt habe, versuchen da irgendwie irgendwelche Kunststücke zu vollbringen. Dann nehmen wir einfach die Fäustlinge hier, weichen aus. Oh, da hat er mich einmal erwischt. Mist. Ja, das war der Rundumschlag von ihm, ne? Der tut aber auch weh. Naja, ist nicht so schlimm. Die Sättigung vom Meeresfrikassee sollte das alles noch abheilen. Ja, guck mal, sieht doch gut aus. Da geht der Lebensbalken schon wieder richtig schön voll. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier nicht schon wieder so viele Flusskrebse sind, wenn wir rauskommen. Die scheinen ja sich zu vermehren wie Fliegen. Fruchtfliegen vor allem. Oh, Fruchtfliegen im Sommer, wenn man ein vergammeltes Obst so hinter zwei anderen nicht sieht und dann auf einmal. Wusch! Katastrophe. Und wem das nicht sagt, es wäre vielleicht mal angebracht, auch Obst zu kaufen. Sei denn, man ist allergisch. Habe ich einen Bekannten. Der kann Tatsache fast gar kein Obst essen, weil der irgendeine Allergie hat gegen Enzyme oder was war das im Fruchtfleisch? Irgendwas so, was in die Richtung? Das wird mich übel abfacken, ey. Bin so froh, dass ich keine mir bekannten Allergien habe. Keine Pollenallergie, keine, was gibt's noch? Gibt eine Menge Allergien, ne? Erdnussallergie gibt es ja auch. Also so Nussallergie. Wo man dann total den Hals so. Habe ich alles nicht. Das Einzige, was ich mal hatte, war, das war in so einem riesigen Einkaufsladen. Also nicht für Klamotten, sondern für Lebensmittel. Großmarkt. Genau. Ein Großmarkt, wo man auch einen Eimer Mayo kaufen kann. Da bin ich durch die Gewürzabteilung gelaufen und auf einmal, bumm, alles zusitzen, als wäre irgendwas. Und ich denke so, was zum Teufel? Und ich gehe dann aus dem Gang raus und wieder weg. Ich schätze mal, ich habe gegen irgendein Gewürz eine Allergie. Weiß aber nicht welches. So, bisher ist ja hier ziemlich Ruhe eingekehrt. Die entspannte Musik kann eigentlich gerne mal wieder einsetzen. Genau, die. Wunderschön. Dann haben wir wenigstens nette Musikbegleitung, während wir hier am Strand alles Mögliche an Treibgut und so weiter einsammeln. Sieht zwar jetzt ein bisschen eintönig aus, aber das liegen zu lassen, fände ich ein bisschen doof. Das fühlt sich immer so an, als würde man einkaufen fahren, hat schon vorsortiertes Pfand und nimmt es nicht mit. Und dann ist der Einkauf doch 10 Euro teurer, als man sich gedacht hatte, weil man seinen Pfand nicht mitgenommen hat. Nicht belohnt. Und alle diese Sachen sind ja auch im Endeffekt die Finanzierung unserer zukünftigen Ausrüstung und Skills.
meine, die werden noch richtig, richtig teuer. Wir hatten bisher nur Skills, die so um die 100 gekostet haben oder 50 rum, meine ich. Es gibt aber auch, glaube ich, Skills, die kosten über 500. Und da kommen wir mit unseren 800 mickrigen Kröten nicht so wirklich weit. Auch wenn das schon eine beachtliche Menge ist, finde ich. Wo wir am Anfang immer mit 100, 200 Kröten rumgelaufen sind. 800, die 1000 sind nicht weit weg. So. Warum jetzt? Ach ja, stimmt. Ich weiß jetzt, warum das alles neu wieder aufgetaucht ist. Wir sind von den Troglyten ja umgeholzt worden. Und dann stand, als wir in Cierzo wieder aufgetaucht sind, oder als uns die Jägerin hergebracht haben, es sind einige Tage vergangen. Und einige Tage können ja auch 5, 6 sein. Wir sind jetzt bei Tag 18. 18 Tage sind wir schon in Aurei unterwegs, auf den Halbinseln. Da muss ich aber. Da müssen das aber mindestens 4, 5 Tage gewesen sein, oder? Oder? Okay, da gehen wir nicht komplett hin, das ist mir dann zu weit. Wir gucken mal eben kurz da oben, da, auf dem Felsvorsprung, ob wir vielleicht den Händler wiederfinden. Das wäre recht cool. Da liegt noch der tote Wendigo und die toten Hyänen. Der bereits geplünderte Busch zeigt an, dass hier noch nichts Neues aufgetaucht ist. So. Gleich immer schnell da hoch. Also die neuen Stiefel finde ich optimal. Mit den 15 schnellerer Bewegungen. Das ist Zucker. Können wir mehr von gebrauchen. Okay, er ist nicht hier. Schade. Na, wäre auch zu schön drum, ne? Ja, wäre auch zu schön drum. Gut. Machen wir uns jetzt nochmal an die Troglyten? Wir sind noch ganz am Anfang der Folge. Das heißt, wir werden uns nochmal an die Troglyten wagen. Vorbereitet werden wir aber da reingehen. Mit dem Kältesägen, mit dem Eislappen. Und so schnell wie möglich den Dude wegkloppen. Diesmal haben wir auch anständige Waffen. Nicht dieses blöde, rostige Schwert, was absolut weder Schaden noch Wucht hatte oder so. Es hat auf jeden Fall keinen Schaden gemacht. So. Wie lange hält unser Sättigungsbuff noch? Sehr lange. 3 Minuten oder so. So, dann kommt da jetzt nochmal was zu trinken dazu. So, Eissägen an. Das ist aber noch nicht alles. Pass mal auf hier. Ach nee. Das ist schon alles. Es kommt nur das hier noch. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oh! Gift! Schnell, Gegengift! Wo ist es? Ich hab kein Gegengift mit! Ich treffe ihn nicht. Ich glaube, er verbrennt. Wie lange hält das Gift? Da müssen wir was machen, wenn er jetzt... Ich verbinde mich. Vielleicht hält das dann genug gegen. Ach man, irgendwas vergisst man immer. Ganz langsam bewegt er sich nur. Ich muss nur den Lebensbalken im Auge behalten. Dann sollte das hinhauen. Oh, ich bin aber mutig. Warte mal, ich trinke mal hier aus dem... So, das sollte jetzt hinhauen. Wir schwitzen Gift aus. Was ist das? Das ist ein mumifizierter Leichnam. Schade, dass er kein Gegengift hat. Auch kein Gegengift.
Hier liegt, glaube ich, ist, glaube ich, nichts mehr. Ja, okay, jetzt sollte das eigentlich hinhauen mit dem. Eine Kiste. Eine Laterne. Da werden wir nicht hochkommen. Das geht irgendwo von oben hier runter. Ein Pflanzenzelt. Das ist ja das, was uns auch noch Dingens zurückgibt. Hunger und so, ne? Habe ich eigentlich meins? Ja, mein Zelt habe ich mit. Wunderbar. Ja, perfekt. Gut. Hat ja einigermaßen gut funktioniert jetzt. Warum auch immer der Feuerring da noch war. Wenn einige Tage vergangen sind, vielleicht wird die Ebene nicht mitgerechnet. Weil wir es ja ganz frisch gesetzt hatten und dann relativ schnell weggekloppt wurden. Wäre meine Vermutung jetzt so. Aber wir haben uns gerecht. Gerecht für unsere... Oh, da ist noch ein Stumpf. Für unseren Verlust, den wir erlitten hatten. An Zeit. Sandalen. Alles. Hör damit. Unglaublich viele schlechte alte Laternen findet man hier. Das ist ja... Vor allem irgendwer wird sie da ja auch reingepackt haben, ne? Okay, da geht's zur... Wobei, hier ist das Konfluxgebirge. Wir sind noch ziemlich weit weg. Setzt jetzt schon wieder meine W-Taste aus, oder wie? Ich hab doch den Caps Lock nicht an. Bis heute, vor einer Stunde ist mir aufgefallen, im Skyrim aufnehmen, dass meine W-Taste einen Zittrigen hat, wenn ich Caps Lock anhabe. Voll wirsch. Aber gut, da ist neulich auch, oh, das liegt jetzt aber schon länger zurück, da ist irgendwann mal fast ein Liter Pfirsicheis hier drüber ausgekippt worden. Ich weiß, ist jetzt nicht so das Beste für eine Tastatur. Aber ich habe sie gereinigt und sie hat die ganze Zeit tadellos funktioniert. Und jetzt ist mir halt aufgefallen, dass wenn der Caps Lock an ist, manchmal die W-Taste einfach nicht möchte. Oder nur so zittrig so. Merkt man halt beim Laufen, ne? So, links geht's zum Berg. Den hatte ich gesagt, machen wir erstmal nicht weiter. Wir üben erstmal weiter in der freien Welt. Das heißt, wir gehen hier rechts rum. Dann müsste es eigentlich zur Festung Vendabel gehen. Hä? Oh. Gut, gehen wir in die Festung rein oder bleiben wir draußen? Vendabel soll ja ziemlich krass sein, sagten die Wachen. Ich glaube, wir gehen nicht rein, sondern wir bleiben draußen. Das müsste so sein. Haben wir Flammenpfeil, Giftpfeil und noch eine Stromspule? Wie viele Stromspulen gibt es denn? Ist ein bisschen hoch hier. Hier sieht es besser aus. Im Rückweg nehmen wir die Sachen an der anderen Gebirgswand mit. Aber den hier vorne, den will ich jetzt schon haben, den hohlen Baumstumpf. Naja. Habe ich nicht eigentlich Stolperdraht mitgenommen? Ich glaube, ich habe doch Stolperdraht mitgenommen, ne? Wo ist er denn? Ah, hier. So, Schnellslot. Und zwar hierhin. Ah! Okay. Dann werden wir den gleich mal ausprobieren. Ach, warte mal. Ich glaube, für so ein Stolperdraht braucht man auch etwas, das man reinpacken kann. Wo sind die Holzsplitter? Die nehmen wir mit. Naja. I've got a plan. Für den nächsten Gegner werden wir den Stolperdraht ausprobieren. Nur Eisenschrott, keine Edelsteine. Das ist nicht nett. Ich hätte gerne auch Edelsteine gehabt. Oder Kieskäfer. Aber wie immer, das ist dann eine neue Ebene. Aber die ist riesig. Junge, guck mal an, wie riesig das ist. War das so groß? Ah, da ist ein Gegner. So. So, hier ist der Stolperdraht. Öffnen. Ah, okay, dann packen wir Holznagelfalle.
Hä? Was passiert denn hier? Oh, meine W-Taste ist ausgefallen. Warte mal. Das ist jetzt schlecht. Meine W-Taste geht. Jetzt geht sie wieder. Hä? Also wenn das jetzt weiterhin so ist. Ich meine, das war jetzt wochenlang nicht. Da ist noch einer? Ich kann nicht nach vorne laufen. Ich kann nicht nach vorne laufen, weil meine W-Taste nicht funktioniert. Nein, komm her, Jan. Ja, genau. Dankeschön. Das ist ja schlecht. Vorher noch davon erzählt und jetzt geht's ja nicht. Warte mal. Es gibt hier einen Input. Warum geht das denn jetzt nicht? Was ist denn heute los? Ich gehe einfach manchmal mit meinen Sachen nicht anständig genug um. Weder mit meinem zu trinken, noch mit meinen anderen Dingen. So, ja, ich habe jetzt gar nicht gut den Effekt von der Stolperdrahtfalle mitbekommen können, weil mich meine Tastatur gerade ärgert. So wie ich sie mal geärgert habe. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht nochmal anfängt, mich zu ärgern. Ah, der Caps Lock ist an. Nee, der war aus. Rollen. Das ganze Ding hat einfach einen Wackelkontakt bekommen bei dem Eistee-Zwischenfall. Das muss jetzt aber noch aushalten. Muss jetzt erstmal neue Autoreifen kaufen. Denn, weiß nicht weil wann, aber irgendwann hat sich mein Auto gedacht oder irgendjemand anders, einen Nagel irgendwo hinzupacken, wo Autos parken, ist sinnvoll. Und der steckt jetzt bei mir im Reifen. Er verliert keine Luft, aber ich habe einen Nagel im Reifen. Und die Reifen sind alt. Das heißt, ich muss 4 Reifen kaufen. Reifen sind teuer. Ey, scheiße. Warum legt man so einen Kack auf den Boden? Deswegen muss die Tastatur warten. Jetzt muss ich gucken, ob ich... Stimmt, irgendwo noch eine 5-Euro-Tastatur rumliegen. Dann gibt es halt eine 0815 Billo-Tastatur. Kennt ihr diese typischen Office-Tastaturen? Sowas in die Richtung habe ich bestimmt noch irgendwo rumfliegen. So, wunderbar schön hier den Fisch einsammeln. Lecker, lecker. Ist da nicht irgendwas Spannendes jetzt gerade oder was Bemerkenswertes in der Folge passiert? Nein, ne? Wir haben nur eigentlich das Allgemeine gemacht. Wir sind in Aurei am Rumlaufen, angeln uns Fisch, sammeln Seetang. Wie so ein richtiger Strandsammler. Wie so ein Jack. Oder so ein Farim. Was ist denn da vorne? Moment. Was haben wir denn da? Da sind doch 2 Boote, ne? Jetzt, wo ich die Tastatur einmal fallen gelassen habe und Rollen wieder aus ist, passt's. Okay, die Boote machen nichts. Hauptsache, es fällt gleich nicht wieder mitten in einem Kampf aus. Das war nämlich übrigens auch in der Skyrim-Folge, mitten als wir gegen den Drachen gekämpft haben. Einfach mal die Tastatur ausgefallen. Also die W-Taste. Ach, oder, ja, das hatte ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich habe jetzt direkt mit Outward gestartet. Es war beim letzten Mal, entweder das liegt daran, dass es an der Caps Lock-Taste liegt, oder, was auch schon mal war, ist, dass Razer im Hintergrund ein Download gestartet hat. Oder ein Update. Und dann die Tastatur zwischendrin einfach mitten mal ausgefallen ist. Und ich dann immer dachte, das wäre die W-Taste. So, da vorne war doch noch, genau, der Dude. So, dieser Dude ist unser nächstes Ziel. Und bei dem werden wir nochmal die Falle ausprobieren. Aber ich brauche für den auch. Den brauche ich auch für mein Thumbnail.
So. Guck jetzt nicht zurück. Genau, da hinten auf dem Weg. Nein! Nein! So. Schnell anmachen. Und jetzt können wir uns um den Stolperdraht kümmern. So, Kollege. Jetzt geht's hier gleich an den Kragen. Schön die Eisennägel rein. Hi. Hallo. Genau, komm mal hier rüber. So. Jetzt machen wir hier. Der ist doch bestimmt stark, oder? Na, es geht. Wenn man sich vorbereitet auf so einer großen offenen Fläche, dann, ich meine, guck dir dieses Turmschild, heißt es sogar, guck dir... Brutaler Knüppel. Das Zeug wiegt so viel. Junge, das muss ich erstmal anlegen. Fast 20 Kilo hat der einfach in der Arme. Uah, richtiger Schrank. Banditenverteidiger. Hier, guck dir das an. So ein Schild hat der. Eine Haustür ist das. Und dann ist es so, so ernüchternd, wenn man den dann umgeklopft hat. Und das war so leicht. Das Tollste ist natürlich... Wir haben fast gar keinen Taschenplatz mehr. Tolles Dennis. Mann, ey. Naja, dann gehen wir mal weiter. Heißt ja nichts, dass wir jetzt direkt wieder so einen fetten Banditenverteidiger finden. Und sammeln wir mal weiter ein. So, aber jetzt haben wir aber auch... So, das haben wir erkundet. Hier haben wir erkundet. Wir haben jetzt schon fast die halbe Karte Aurais, ne? Hier, Festung Vendavel. Da sind wir gerade. Das kann weg, das kann weg. Hier sind wir gerade. Das hier haben wir alles abgesucht. Wenn wir jetzt noch das absuchen, dann haben wir die halbe Karte Aurais schon gesehen. Der Halbinsel. Und dann haben wir noch die andere Karte. Scheiße, ist das viel. Okay, egal. Weniger denken, wie viel das ist und einfach weitermachen. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie so an, als ob das so ein bisschen eintönig wird hier, oder? Oder sollen wir sonst mal... Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Und höre auf, so wenig Zeit zu vertrödeln. So, wir können ja noch eine Menge in dieser Folge uns angucken. Ui. Ach, ich habe nichts mehr zu trinken. Zu essen. Sättigungs... So, ich habe keine Sättigung mehr. Das wollte ich sagen. So, jetzt haben wir noch einen Pilzriegel. Wunderbar. Wie viel Wucht hat das Ding? 38 Wucht, 29 Schaden. Das hat viel mehr Wucht als meine Fäustlinge. Vielleicht ist das Ding natürlich dann auch gut. Können wir mal ausprobieren. Hinter dem fetten Schild kann man sich verstecken. Und ansonsten gibt es ja immer noch die Möglichkeit, mit Flammenzaubern aus dem Feuerring die Leute wegzuverbrennen. Gehen wir da hoch? Ja, ne? Gehen da hoch. Nicht den Berg hoch? Nein, der ist tabu. Da haben wir ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber hier hoch. Bam, badam, badam, badam. Ach, doch nicht. Bam. Und Stille. So, Turmmap. Da ist doch ein Stein. Mana-Stein. Ein Hackmanit, bitte. Zum Mitnehmen. Hallo? Meine Bestellung ist gar nicht vollständig. Frechheit. So, hier geht's auch irgendwo hin, ne? Aber erstmal gehen wir da oben gucken, ob man nicht da oben was findet. Sieht so aus, als ob man diesen Berg hier hoch kann. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hier kommt man doch hoch.
Nichts? Nichts. Sehr nüchtern. Ist da unten was? Auch nicht. Kann man einfach nur hochklettern. Okay. Haben wir ein Schwein? Guck mal, was da vorne steht. Der fahrende Händler. Und ich habe ganz viel Geld mit. Bitte hab was Gutes dabei. Yes! Was kann ich für dich tun? Oh, warte. So. Was kann ich für dich tun? Den habe ich schon. Meisterhändlerhut. Meisterhändlerstiefel. Die habe ich schon, aber den habe ich noch nicht. Und die geben noch, der gibt nochmal 5 Geschwindigkeit. Okay, erstmal wird jetzt verkauft. Also, das Schwert benutze ich, das nicht, das nicht. Gucken wir erstmal die anderen Sachen nach. Das. Die hier. Gabärenmarmelade. Naja, die brauche ich nicht. Die Gabärenmarmelade. Hat der ein Luxuszelt? Er hat kein Luxuszelt. Oder die Pflanzenzelte. Egal. Wäre sonst irgendwas, was verkauft werden kann? Nichts Schweres, ne? Wucht verstärkt. Mhm. Giftpfeile. Die können wir verkaufen. Wo sind die Feuerpfeile? Ach, die habe ich wahrscheinlich an, ne? So, den Knüppel werde ich nicht benutzen, denke ich. Und den Turmschild, ich weiß nicht, ob ich noch einen finden werde, deswegen behalte ich den erstmal. Guck mal ein. Ah. Haben ja wieder richtig viel Platz in der Tasche. So, das ist der Helm, den wir schon haben. Der gibt Schadensbonus auf Eis. Ich habe keinen Eisschaden. Oh, da habe ich doch. Aber der hier gibt halt Geschwindigkeit. Die haben beide Ausdauerkostenverringerung, der aber eine deutlich bessere Ausdauerkostenverringerung und einen Beutelbonus. Wiegt 1. Ja, vorbei, den kaufen wir, ne? Ist doch perfekt fürs Unterwegssein und dann fürs Kämpfen. Ne? Machen wir's. So, fürs Unterwegssein und fürs Kämpfen. Muss der hier noch rein? Ja, perfekt. Schön. So, was wollte ich jetzt nochmal nachgucken? Was wollte ich nachgucken? Hier sind die Flammenpfeile. Die kann ich noch verkaufen. Was kann ich für dich tun? Ja. Nutzt keinen Bogen. Das brauche ich nicht. Ist der noch irgendwas, was ich haben will? Ah, guck mal, die hier kann ich mitkaufen. Ich erhalte 0. Ist in Ordnung. Ja. Wunderbar. Merkt man jetzt eine Geschwindigkeitsveränderung? Weiß das nicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier lang zu gehen. Wir haben den Händler getroffen und haben jetzt wieder mehr Platz in der Tasche. Schön! Können wir jetzt hier runterlaufen? Vielleicht gibt es hier ja nochmal irgendwelche Leute, die wir umkloppen können. Banditen! Haben wir vielleicht Banditen hier oder... Was ist da vorne? Ist alles so leer hier. Ja, das nehmen wir gerne. Alles so leer. Nichts. Hier kann man gar nicht weiter. Okay, was haben wir da? Da ist ein Wachturm. Hier ist ein Unterstand. Ein Käfig. Okay. Das soll eine uralte Ruine sein? Wir sind ja jetzt hier runter. Hier war ja Festung Vendavel. Hier rüber sind nicht über die Brücke hin, sondern hier lang runter über den Berg. Da oben waren wir gerade und sind jetzt hier hin. Und das soll eine uralte Ruine sein? Komische uralte Ruine. Sieht mir eigentlich nicht nach einer uralten Ruine aus hier. Okay. Nicht unvorbereitet reingehen. Zuallererst mal. Wo ist mein Wasser? Da. Wasser trinken. Eissegen anmachen.
Eislappen drauf. Und rein da. Piratenversteck. Gibt es jetzt eine Quest für Piraten oder wie? Der Erze brauchst du eine Spitzhacke und an Angelplätzen eine Harpune. Habe ich. Das ist was Grünes. Rauchwurz, Vogel, ein Blutpilz. Ich mach das mal folgendermaßen. Sekunde. Sieht so aus, als ob da... Ich weiß nicht, ob es ein Gegner ist. Wer steht da so? Als ob man vielleicht auch mit ihm reden könnte. Okay, ist ein Gegner. So. Puh! Oh! Drei Schläge hat er jetzt für mich gebraucht, ne? Ich weiß nicht, warum ich das... Du wachst auf und spürst, wie ein Bandit deine Hände fesselt und dich an eine lange Reihe weiterer Gefangener kettet. Ein Peitschenhieb trifft deinen Rücken und ihr erhaltet den Befehl, euch auf die Nacht zu machen. Auf in die Nacht zu machen. Eure Entführer treiben euch an, bis euch die Zunge aus dem Hals hängt. Dann taucht endlich ihr Lager vor euren Augen auf. Übelkeit steigt nach deinem Todesmarsch in dir auf. Und du brichst dich auf den kalten, harten Boden, bevor du in deine eigene Schweinerei zusammensackst. Als du wieder zu dir kommst, bist du allein. Scheinbar hat man keine Verwendung für kranke Gefangene. Oh. Oh. Und jetzt regnet's. Jetzt schneit's hier auch noch. Das ist schlecht. Okay, warte. Was machen wir? Was habe ich hier? Krankheit, Erkältung. Shit. Das ist gegen Erkältung. Erkältung zieht sich zurück. Wir haben Durst. Wir müssen zurück. Oh Mann, ey. Immer noch Durst. Okay, und Hunger. Immer noch Hunger. Habe ich noch was anderes? Ist egal, Meeresfrikassee nochmal rein da. Mir wird kalt. Shit. Da komme ich nicht hoch. Komme ich hier lang? Ja. Hier ist ein Baum. Perfekt. Es regnet, es schneit. Kann ich eine Fackel machen? Ja. Diese Fackel müsste mir nämlich Wärme geben. Reicht nicht. Shit. Was mache ich? Ich hab nix. Doch, gegen Kälte schützt. Oh, perfekt. Okay, jetzt kommt der erwähnte Winter. An Tag 19. Es fängt an zu schneien. Ach du Kacke, ey. Ja gut, da müssen wir jetzt so nach und nach zurück nach Sierra. So gut, dass ich das da vorne sehe, den Turm. Das heißt, ich weiß, wo ich etwa bin. Müsste hier sein. Hier bin ich umgefallen. Shit. Okay, dann gehen wir noch so weit wir können. Meine Herren, ey. Da habe ich mal wieder meine Deckung fallen lassen, ne? Was war das Resultat? Haben die was aus der Tasche geklaut? Nee, das ist immer das... Klauen tun die irgendwie nie was. Auch wenn es Bandit sind, verstehe ich nicht ganz. Verstehe nicht, warum die... Ich meine, da liegt ja ganz viel Geld drin auch, ne?
Hier, 725 Silber. Warum Banditen kein Geld? Wer weiß, wie scheint nicht in Outwatch. Ich weiche jetzt so gut es geht den Gegnern aus. Ich werde jetzt auch nicht weiter einsammeln. Wir müssen zurück und uns bessere Kleidung besorgen. Also andere Kleidung, ja, für die Amulettrüstung werde ich dann einfach was nehmen, was mehr Kälteschutz hat. Und ich bin auch ein Idiot. Ich hätte vielleicht den Helm gegen meinen Zaubererhut tauschen sollen. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mit. Geht ja fix. Hier ist auch ein Lager. Das könnte man weiter unter die Lupe nehmen, aber wir müssen zurück nach Sierzo. Hier müsste jetzt auch eigentlich einigermaßen alles bekannt werden, so langsam. Da ist der das Konfluxgebirge. Und da vorne ist schon der große Berg. Gut. Ich werde dann hier jetzt, denke ich, aufhören. Werde den Rest des Weges dann offscreen zurücklegen. Und nächste Folge starten wir dann nochmal in Sierzo, weil es ist auch, es ist morgens. Aber wir könnten ein bisschen Schlaf vertragen. Ja, wir müssen die Erkältung auskurieren. Das heißt, wir werden jetzt nach Sierzo zurückgehen. Wenn der etwas Glück hat, der Händler ja, der fahrende Händler vorne an der Tür, ein besseres Zelt für uns. Wir könnten, ich glaube, bei dem Wetter das Feldzelt gebrauchen. Und ja, halt wärmere Klamotten. Dass wir nicht explizit Items benutzen müssen, damit wir wie hier den ganz speziellen Tee und die Fackel, damit wir uns nicht erfrieren. So, gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute Abend und vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe auch bis zur nächsten Folge. Tschüss. Warum geht das nicht aus?